Hi, dieses Mal gibt es ein etwas anderes Video von mir, nämlich ein eher theoretisches und linguistisches. Und außerdem entgegen des Ostasien-Bezugs des Kanals dieses Mal mehr mit Bezug auf indoeuropäische Sprachen in Anlehnung an den Kurs, für den ich die Präsentation angefertigt habe. Es geht also um Lokalkasus à la façon, welche Funktionen die erfüllen und welche Möglichkeiten verschiedene Sprachen gefunden haben, die Lokalkasus bzw. ihre Funktionen auszudrücken. Zuerst können wir festhalten, dass es zwei Kategorien gibt, einmal stative Lokalkasus und lative Lokalkasus. Die Kategorisierung stimmt zumindest für die Grundfunktionen der Kasus, auch wenn manche Sprachen einige stative Kasus lativ gemacht haben und andersrum. Prinzipiell gilt aber, stative Lokalkasus funktionieren als Anzeiger der Ortsruhe oder der Ortsbindung, während lative Lokalkasus Anzeiger eines Ortswechsels oder einer Bewegung sind. Lokalkasus können unterschiedlich markiert sein bzw. unmarkiert, das hängt dann von der jeweiligen Sprache ab. Wie alles im Satz, hängen auch die Orts- und Richtungsangaben vom Prädikat des Satzes ab. Wenn man eine Sprache lernt, ist immer praktisch, als erste und wichtigste Wortart das Verb und dann im Satz als ersten und wichtigsten Satzteil das Prädikat anzusehen. In der Linguistik ist es vielleicht anders, aber in dem Bereich muss ich mich selbst noch ein bisschen reinfuchsen, ehe ich dazu dann genauere Angaben mache. Wir haben hier erstmal ein wichtiges Wort, nämlich das Wort Rektion. Das leitet sich vom lateinischen regere, regieren, beherrschen oder lenken ab. Und Verben regieren ziemlich viel, nämlich Subjekte, verschiedene Arten von Objekten und so weiter. Je nachdem, welche Qualität ein Verb hat, erfordert es in Bezug auf unsere Lokalkasus auch bestimmte Ziele, die es regieren kann. Stative Verben regieren stative Lokalbestimmungen. Man existiert nicht in die Schublade und man wohnt auch nicht nach Bielefeld. Bewegungsverben haben ebenso Erfordernisse. Man betritt nicht in der Kneipe oder zieht sich einen Splitter im Fuß heraus. Aber es gibt auch genug Verben, die flexibel sind und mal dies und mal das regieren können. Ob man jetzt in den Supermarkt tanzt oder im Supermarkt tanzt, blöd angeguckt wird man so oder so, ob die Grammatik nun stimmt oder nicht. Ganz wichtig ist hier immer im Hinterkopf zu haben, dass die Prinzipien, die zugrunde liegen, immer gleich sind. Verben regieren auf jeden Fall immer irgendetwas. Und was sie allerdings regieren, ist von Sprache zu Sprache mehr oder weniger unterschiedlich. Der Lateiner hätte über 1188-0, hier werden Sie geholfen, wohl nicht grinsen können. Helfen, adjuvare, steht bei denen nämlich mit dem Akkusativ. Gut, es folgen nun einige exemplarische Beispiele aus verschiedenen Sprachen. Und die Meister des Nichtmarkierens sind die Sprecher isolierter Sprachen, isolierender Sprachen, Entschuldigung. Hier haben wir einen klassisch chinesischen Satz. Darin, Zichu Leize, also der große Herr oder der große Mensch, verließ Spuren hinterlassend, die Donner senke. Chu ist natürlich ein Bewegungsverb, etwas verlassen, irgendwo herausgehen oder kommen. Das ist im Chinesischen nicht anders als bei uns im Deutschen. Der Ort, der verlassen wird, ist der Donnersumpf oder die Donnersenke. Und keine Partikel leitet das irgendwie ein oder aus und man hat auch keine Flexionsendung natürlich. Man hat hier zu wissen, dass Chu einen Herkunftsort regiert. Semantisch, also von der Bedeutung her, ist es der Donnersumpf. Syntaktisch passt das auch, denn Chu erfordert ein Objekt und dank der Subjekt-Prädikat-Objektwortstellung im Chinesischen steht das Objekt, die Donnersenke, dort, wo es hingehört. Hinter dem Prädikat. Ob man das nun ablativ, also von etwas wegführend, oder elativ aus etwas herausführend deuten möchte, ist jedem Einzelnen überlassen. Ablativ und elativ jedenfalls sind zwei lative Lokalkasus, die hier funktional vorliegen könnten. Ja, muss man sich in der Interpretation dann einfach für entscheiden.
Hethitisch ist es natürlich vertraut. Immerhin ist es auch indoeuropäisch, so wie unsere Muttersprache ja auch. Und kurzer Fakt am Rande: Hethitisch ist die indoeuropäische Sprache, von der uns die ältesten schriftlichen Überlieferungen seit dem 18. Jahrhundert vor Christus vorliegen. Das Hethitische hatte einen unmarkierten Lokativ, wie wir ihn in diesem Satz sehen. Taggern ist scheinbar die Erde bzw. der Fußboden. Und darauf wird etwas zerschlagen, vermutlich ein Krug oder ein Topf aus Ton, der Kontext fehlt mir hier. Der Lokativ scheint Stativ zu sein, weil Tuvanai, RCS zerschlägt, ja eine punktuelle Handlung ist und keine Bewegung beinhaltet. Das Hethitische kennt drei Lokalkasus, einmal Lokativ, der mit dem Dativ zusammengefallen ist, das nennt man dann Kasussynkretismus. Und der endet im Singular auf I. Außerdem kennt das Hethitische den lativen Allativ, der eine Bewegung in Richtung von etwas anzeigt und im Singular auf A endet, und den ebenfalls lativen Ablativ, den wir von eben kennen und der allgemein auf As endet. Im Beispielsatz ist aber der Ort unmarkiert, obwohl es anders möglich gewesen wäre. Warum das so ist, wird sicherlich ein Altorientalist wissen, ich persönlich weiß es aber nicht. Weiter geht's. Affingiert, also Affixe verwendend. Das passiert natürlich in agglutinierenden Sprachen. Ich habe extra Japanisch gewählt, um noch auf etwas anderes aufmerksam zu machen. Hier haben wir als Verb sumu, also wohnen, und das verlangt, also regiert, per se schon immer eine Ortsangabe, die mit ni markiert ist. Hier Fukuoka ni, in Fukuoka. Wohnen ist auch im japanischen Stativ, von daher ist es nicht verwunderlich, dass sumu auf ein ni besteht. Japanisch kennt aber noch einen Lokativpartikel, nämlich de. Das ist im Japanischen speziell und sonst nicht unbedingt so verbreitet. Es wird hier nämlich eine Unterscheidung gemacht nach Stativ und dynamisch. Also dynamisch nicht im Sinne von Bewegungsverben, sondern Stativ kann eine Existenz ausdrücken oder ein sich befinden. Okay, ist das Verb dynamisch, also vollbringt man irgendwo eine Aktivität? Man liest ein Buch, man singt ein Lied und so weiter, da muss man de statt ni verwenden. Diese Dichotomie gibt es auch im Koreanischen, wo e Stativ oder Essiv, also Essiv wäre dann halt seiend oder existierend oder sich befindend, ist, und esso ist die Partikel, die einen Ort des Stattfindens einer Aktivität markiert. Die anderen Verwendungen von ni und de und e und eso lassen wir hier mal einfach sein und wenden uns noch einem klassisch chinesischen Beispiel zu. Natürlich konnten Chinesen Orte auch kenntlich machen. Eine Möglichkeit war das multifunktionale Yu, das man als Holzübersetzung in Anführungsstrichen immer erstmal mit in Bezug auf übersetzen kann, bis man weiß, was der Rest des Satzes eigentlich von einem möchte. Hier erblickt Baosi eine alternative Bezeichnung für Fusi, zuerst etwas in Bezug auf den Himmel, also am Himmel, Yutian, und dann, als er herabschaut, noch etwas Yudi, also auf der Erde. Guan, etwas wahrnehmen, ist oder in diesem Falle konkret erblicken. Und das findet ortsgebunden nicht in Bewegung statt. Entsprechend markiert das Ü hier einen Ort als stativen Lokativ. Flektierende Sprachen können einfach einen Lokativ haben, der über Substantivflexion angezeigt wird. Eine Sprache mit dem Kasus-Lokativ ist das Jungavestische, das zwischen dem 10. Jahrhundert vor Christus oder das ab dem 10. Jahrhundert vor Christus in Persien verwendet wurde,
bis Alexander der Große Persien dann 330 vor Christus bezwang. Danach wurde es natürlich sicherlich noch gesprochen. Persisch ist ja nicht ausgestorben, aber war nicht mehr die Amtssprache. Hier erkennt man als Indoeuropäer recht viel wieder. Ida ist nun nicht so leicht ersichtlich, aber Asti, er sie es ist recht offensichtlich. Oder auch Domi im Haus. Immerhin das Haus ist klar, denn man kennt das griechische Domos oder das lateinische Domus. Das Possessivpronomen mein in Form von Mana ist auch einfach erkennbar. Im Jungavestischen gab es einen vollfunktionalen Lokativ. Im Singular war er mit I markiert, wie hier auch erkennbar ist. Und Asti ist essiv, also seiend, existierend. Da bewegt sich also nichts. Entsprechend ist der Lokativ hier auch Stativ. Eine weitere indoeuropäische unflektierende Sprache ist Tocharisch, hier Tocharisch A. Die tocharischen Sprachen sind etwas schwierig, weil sie eine recht komplexe Sprachgeschichte haben. Ich muss der Ehrlichkeit halber gestehen, dass die tocharischen Sprachen ihre Lokalkasus nicht aus ihrem proto-indoeuropäischen Ursprung ererbt haben, sondern sich nachträglich aus Nachbarsprachen entlehnt haben. Entsprechend sind die Flexionsendungen in Anführungsstrichen eher sowas wie fest angeklebte Partikeln und halt nicht wirkliche Flexionsendungen. Bei dem Beispiel stehen die Menschen im Allativ Plural. Der Allativ ist kennzeichnet durch das Ak, der Plural durch das zwischengeschobenes Napemsak bedeutet also zu den Menschen oder in Richtung der Menschen. Das zweite tocharische Beispiel zeigt ein Lokativ, dieses Mal allerdings nicht als stativen Lokativ, sondern in Verbindung mit einem Bewegungsverb. Das macht uns natürlich nach unserer strengen Kategorisierung den Lokativ etwas kaputt, weil damit ja eigentlich Ortsruhen oder Dynamiken an einem gewissen Ort gekennzeichnet sind. Aber das habe ich ja oben schon angedeutet. Manchmal haben Sprachen einfach ihren eigenen Kopf und machen sich à la Pippi Langstrumpf die Welt, wie sie ihnen gefällt. Unsere Präposition hier ist okark, also bis, hinzu oder bis zu. Jesch, er sie es ging, ist offensichtlich ein Bewegungsverb. Die Funktion des Lokativ, der hier mit am gekennzeichnet ist, ist also telisch. Telisch bedeutet zielgerichtet und stammt vom griechischen telos, was Ziel heißt, ab. Wir haben das auch in einigen Fremdwörtern griechischen Ursprungs. Es gibt zum Beispiel das teleologische Weltbild oder das Homoiotelleuton. Er sie es ging, lässt sich mit etwas Fantasie auch mit dem lateinischen ire in Verbindung bringen. Auch sehr schön ist die offensichtliche Kongruenz zwischen der Ordinalzahl, der dritte, und dem Ganistama. Das Ganistama ist übrigens eine Zeitraumsbezeichnung im Buddhismus, die mehrere Kalpa, also buddhistische Weltzeitalter, umfasst. Entsprechend können wir hier von einem extrem langen Zeitraum ausgehen. Außerdem vielleicht wichtig zu merken, viele der Texte, die in Tocharisch verfasst sind, sind buddhistischen Inhaltes. Es gibt aber auch einiges an weltlicher Briefliteratur, zum Beispiel in dieser Sprache. Die letzte, in Anführungsstrichen, Darreichungsform von Lokalkasus ist die attributive oder adnominale Form. Da hätte man auch ein Beispiel aus dem Chinesischen bringen können, weil das klassische Chinesisch sehr gerne Satzattribute voranstellt, die man dann allerdings nicht mit einer Topikalisierung verwechseln darf, aber das ist jetzt eine andere Baustelle. In diesem hethitischen Beispiel ist Katan, in Anführungsstrichen, das unten, also das unten im Sinne von das substantivierte unten, unser Attribut. Die eigentliche Ortsangabe ist, wie es sich gehört, mit einem I markiert, Tagni, also an oder bei der Erde.
Das Adjektiv Danku steht brav in Kongruenz und trägt ebenfalls das I für den Lokativ Singular. Anscheinend soll man sich hier eine Lagergrube oder so vorstellen. Das nicht flektierte adnominale unten zeigt uns an, dass wir ein Inessiv haben, also ein sich befinden in einem Raum im erweiterten Sinne. Darum habe ich den Lokativ auch schlussendlich als in wiedergegeben. Das ist auch im Deutschen am sinnvollsten. Das Verb stehen mit dem Stamm art ist natürlich Stativ, wie wir es auch erwarten, wenn dann, das Regierte im Lokativ steht. Ich lehne mich wahrscheinlich auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich vermute, dass das irgendwie mit dem altgriechischen orthos gerade aufrecht oder richtig im Zusammenhang steht. Also die Wortwurzel art und orthos sind sich ja schon relativ ähnlich. Apropos altgriechisch, wir sehen da bei dieser grammatikalischen Analyse, bei der Verbendung am Ende ein MP und ja, akkurat, das steht für Mediopassiv, einen dieser schönen Genera Verbi, die wir im Deutschen nicht haben. Im Grunde genommen bedeutet das meist zumindest, dass etwas aus sich heraus so ist, wie es ist, oder dass etwas mit Rückwirkung auf das Selbst passiert. Manchmal fällt das dann mit reflexiven Bedeutungen zusammen, sich wundern zum Beispiel. Aber hier steht's einfach so aus sich heraus. Punkt. Also Mediopassiv. Hier habe ich mit Beispielen noch mal ein paar Lokalkasus aufgeführt. Manche davon sind extrem selten und tauchen nur in einer Handvoll Sprachen auf. Die meisten Beispiele hier sind aus agglutinierenden Sprachen, aber auch da gibt es eine riesige Varianz in den Rechten und Pflichten, die man so hat, in Anführungsstrichen, wenn man gewisse Kasus einsetzt. Das Türkische zum Beispiel muss ebenso wie das Finnische auf Vokalharmonie achten, damit die im Wort verwendeten Vokale auch im Sinne der jeweiligen Sprache zueinander passen. Wenn man sagen wollte, in Ankara wäre es zum Beispiel Ankara da statt de am Ende. Und beim Haus im Finnischen wäre Talolla. Und schon beim Tisch musste man aufpassen, dass das Substantiv die Stufe wechselt. Die Endung le schließt nämlich die Silbe ab. Und wenn man das wegstreicht, um der Tisch oder ein Tisch zu sagen, dann fällt der Stufenwechsel auch weg und es heißt Peita mit T. Ein wirklich exotischer Fall ist hier der Orientativ aus dem Mandschurischen. Er zeigt an, dass die Verbalhandlung in eine gewisse Richtung ausgerichtet stattfindet. Es ist aber keine Bewegung in diese Richtung gemeint. Bewegungsverben regieren diesen Kasus also nicht. Bei den lativen Lokalkasus gibt es ebenso viele verschiedene und durch alle Sprachen hindurch. Ist natürlich klar, jede Sprache braucht ja Mittel und Wege, um Ortsverhältnisse irgendwie anzuzeigen. Das lateinische Mädchen für alles in Bezug auf Kasus, der Ablativ, hat natürlich auch noch seine aus dem proto-indoeuropäischen ererbte Funktion, eine Herkunft von einem Ort kennzuzeichnen. In manchen Sprachen wird diese Funktion aber als Prolativ bezeichnet, wie hier im mandschurischen Beispiel. Manchmal gibt es auch einfach verwirrende Benennungen, denn Prolativ in den finno-ugrischen Sprachen bezeichnet den Weg, auf dem sich etwas bewegen oder geschickt werden kann. Und wird dann auch Vialis genannt. Aber Vialis wiederum in den eskimo-aleutischen Sprachen kennzeichnet die Oberfläche, über die eine Bewegung stattfindet. Ja, seht also das Problem. Ebenso sind Translativ und Mutativ schwierig, weil sie oft zusammengefasst werden. Eigentlich bezeichnet der Translativ eine Bewegung trans, also über etwas.
Wenn es allerdings ein Mutativ ist, setzt man im übertragenen Sinne von einem Zustand in den nächsten über. Das Japanische ist da pingelig und unterscheidet Oki ni naru, wobei, also das heißt groß werden, wobei der Veränderungsprozess betont ist und Oki to naru, das bedeutet auch groß werden, wobei das Resultat der Veränderung betont wird. Wir haben also Ni und To dafür. Schön und gut, aber was ist, wenn das Flugzeug durch den Himmel fliegt? Das wäre dann, wenn man das in den Satz bringt, Hikoki wa sora o tobu. Ist das Translativ oder Perlativ, wie hier im Tocharisch B-Beispiel, wo es einmal durch den Palast hindurchgeht? Oder entscheidet das der, der es als erster beschreibt, wie bei der Prioritätsregel in der Nomenklatur in der Biologie? Es hat alles manchmal ein bisschen schwierig mit diesen Bezeichnungen. Gut, kommen wir noch mal zu den indoeuropäischen Sprachen. Proto-indoeuropäisch hatte 8 Kasus. Ein hypothetischer Neunter ist noch nicht bewiesen. Davon sind für uns in diesem Kontext zwei relevant, nämlich der Lokativ und der Ablativ, beides Ortskasus oder Lokalkasus. Interessanterweise ist der hypothetische neunte Kasus der Allativ, also Ablativs Gegenspieler. Wir haben also zwei, vielleicht drei Kasus, die irgendwie mit Örtlichkeit und Räumlichkeit in Verbindung stehen. Allerdings gab es dann in vielen Sprachen mehr oder weniger Kahlschlag. Die ganzen Lokalkasus sind in vielen der Sprachen abhanden gekommen, wurden durch Ersatzkonstruktionen, oft mit Präpositionen, ersetzt und finden sich heute nur noch in wenigen eher konservativen Sprachen. Die slawischen Sprachen und die baltischen sind da gute Beispiele, allen voran Litauisch, das sich wirklich alle Mühe gibt, so altbacken wie möglich zu bleiben. Oft kam es dann dazu, dass zwei Kasus zusammengefallen sind, was man dann ja Kasussynkretismus nennt. Das haben wir ja auch schon im sehr alten Hethitischen mit dem Dativ-Lokativ gesehen. Also der Fall heißt tatsächlich Dativ-Lokativ. Was wir allerdings haben, sind Relikte des Lokativ und das durch verschiedene Sprachen hindurch. Im Lateinischen haben wir Humus, Boden, Erde. Und Domus, Haus. Und die haben jeweils ein Lokativ, jeweils auf ein langes I. Das Domi hat hier wieder ein Sternchen von mir bekommen, weil es mich so stark an das jungavestische Domi im Haus erinnert hat, das ich eben auch schon gesternt hatte. Allgemein ist Domus ein interessantes Wort, weil es trotz seiner Us-Endung feminin ist und auch mal männlich, mal weiblich flektiert, je nach Kasus. Außerdem müsste es sowieso auch Dumus lauten, weil seine ganzen Ableitungen, wie seine ganzen Ableitungen auch Duminus und so weiter sein müssten. Wie dem auch sei, das Wort ist recht exzentrisch. Weil wir es im Jungavestischen auch gefunden haben, frage ich mich, ob es nicht als Lehnwort aus dem Osten kam. Im Altgriechischen finden wir schließlich auch Domos. Das Bindeglied wäre also da. Und einen Technologiebegriff zu übernehmen, kommt tatsächlich nicht so selten vor. Vielleicht war ursprünglich in Persien eine bestimmte Bauform gemeint und das Wort ist dann bei den westlichen Nachbarn für Wohnhäuser im Allgemeinen übernommen worden. Wer weiß. Humi auf dem Boden, auf der Erde, ist das zweite der Wörter, die den Lokativ im Lateinischen konserviert haben. Im Tocharischen finden wir übrigens kam. In Tocharisch A oder Cam in Tocharisch B. Wenn zwei auf dem Stammbaum so weit auseinanderliegende Sprachen so offensichtlich das gleiche Ausgangswort hatten, die Lautverschiebung von K zu H ist wirklich eine Kleinigkeit, dann kann man fast davon ausgehen, dass es ein sehr altes und ursprüngliches Wort proto-indoeuropäischen Ursprungs ist. Das griechische Gä oder auch Chtonoi könnte auch damit zusammenhängen, wobei ich mich beim Chtonoi noch wundere, wie das Theta dazwischen rutscht.
Eigentlich kamen wir im Grammatikkurs auf die Frage, ob das Deutsch einen Lokativ hat oder nicht. Wir kennen das ja alle, ein Männlein steht im Walde und so weiter. Ich habe dann aber die Präsentation etwas umgestaltet, weil sie erstens nicht obligatorisch für die Kursteilnahme war und zweitens das Thema Lokativ im Deutschen sonst mit zwei Worten abgetan ist. Gibt's nicht. Die Recherche hat ergeben, dass das Hochdeutsche halt noch einige Relikte hat. Die lassen sich in Form des Dativs bis in frühere Sprachstufen zurückverfolgen. Die Neutra im Althochdeutschen enden im Dativ nämlich auf E. Wenn man jetzt einen Ort im Neutrum hatte, konnte man den nach der ortsanzeigenden Präposition mit dem Dativ E versehen. Als Beispiel muss hier das gute alte Haus herhalten. Eigentlich wäre es in Hus, also im Haus. Es war aber durchaus möglich, in Huse, also quasi im Hause zu schreiben. Und selbst das kann man ja auch heutzutage noch sagen, wenn man Ü70 ist. Ich bleibe heute im Hause. Im Mittelhochdeutschen ist der Kasussynkretismus dann abgeschlossen. Essive und stative Verben erfordern ab dann immer Präposition plus Lokalnomen im Dativ. In den meisten Deklinationsklassen enden die aber ohnehin auf E. Im Neuhochdeutschen ändert sich daran nichts, nur die Kasusmarkierung des Dativ Singular mit E entfällt. Trotzdem findet man gerade im 19. Jahrhundert ganz viele, in Anführungsstrichen, alte Dative mit E. Mit dem Walde, in dem das Männlein steht, von dem Hoffmann von Fallersleben geschrieben hat, verhält es sich da auch nicht anders. 1843 wurde das Lied geschrieben und veröffentlicht. Und nicht nur in der, in Anführungsstrichen, schönen Literatur findet man dieses archaische E. Auch Albert Dietrich schrieb in seinem Handbuch zur pharmazeutischen Botanik ein Leitfaden zur Vorlesung und zum Selbststudium aus dem Jahre 1837, ja, ich mache das jetzt mit Absicht. Genau, da erzählt er über die Brassica oleracea, das ist nichts anderes als die Kohlrübe, dass sie, jetzt kommt Zitat, am Meeresstrande des südlichen und mittleren Europas, Anführungsstriche oder wörtliche Rede, Ende, gedeiht. Ist das lyrisch? Wohl kaum. Scheint einem heutzutage nur beinahe so. Am Meeresstrande des südlichen und mittleren Europas. Ach, übrigens, wo wir gerade bei Jahren sind, mit 1837 und 43, die Lokalkasus sind in ihrer Anwendung nicht nur auf Orte und Räume beschränkt. In vielen Sprachen werden sie auch in temporaler Bedeutung verwendet. Im Jahre Blabla im Deutschen ist da ebenso ein gutes Beispiel wie Nantokaneni im Jahre Blabla auf Japanisch oder aber Herhangi Bir Yılda oder umgangssprachlich Şu Yılda mit derselben Bedeutung im Türkischen. So, ich hoffe, ich konnte euch erleuchten. Und wenn ich mich motivieren kann, gibt es auf diesem Video aufbauende Folgevideos, die uns diese Befindens- und Bewegungssache mal konkret in einzelnen Sprachen zeigen. Bis dahin, cheers!